Hallöchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Zomboid. So, wir spielen weiter. Wir sind immer noch dabei in der Staffel 2 in der zweiten Folge. Die erste Staffel ist ja leider relativ zügig zu Ende gewesen. Leider ist es so. Was soll man machen? So. Haben wir eigentlich schon eine Gießkanne? Ich glaube nicht, ne? Nö. Na gut. Wenn wir einen Nagel-Baseballschläger wieder herstellen hier, ist immer gut. So, wir müssen natürlich wieder looten. Schauen wir mal ein bisschen hier rum. Da ist noch eine kleine Hütte. Oh, das ist gut, da sind Kisten drin. Kisten sind immer gut. Schön daneben gekloppt. Komm mal raus. Kisten sind immer gut. Eine Metallsäge, ein paar Nägel nehmen wir natürlich mit. Eine normale Säge nehmen wir auch noch mit. Ein paar Bretter können wir auch mitnehmen. Weiterschauen. Noch mehr Bretter. Problem ist natürlich, wir können nicht so viele Bretter mitnehmen, wie wir wollen. Sag ich ja. Weil unser Sack dann schon voll ist. Deswegen lassen wir das mal. Legeln wir natürlich mit. Wir können ja gleich immer noch mal hingehen. Noch mehr Nägel. Solder Gun. Da ist gar kein Akkuschrauber. Solder. Was ist denn eine Solder Gun? Nägel. Schade, ich habe gehofft, dass wir hier vielleicht eine Gießkanne finden. Aber leider. Aber viele, viele Bretter hier, die werden wir uns gleich mal zu Genüge führen hier. Noch eine Axt. Sehr gut. Eine Axt ist immer gut, eine zweite. So, dann werden wir mal hier weitermachen. Ja, schon mal einen Türrahmen hier hinbauen. So. Wir haben es ja. So. Oh. Das wollte ich nicht. So. Problem ist, wir brauchen unbedingt Tischlerei 3. Das heißt, wir müssen unbedingt Tischlern suchen. Als Buch. Gucken wir mal hier direkt im Nachbarhaus. Feuerzeug. Wir nehmen jetzt natürlich erstmal nur das mit, was wir auch brauchen. Das, was wir auch gerade brauchen. Zeitschrift. Und ich sehe gerade, ich muss mein Ding jetzt wieder umstellen. So. Meine Anzeige. Weil das ist kacke, wenn die da fast mitten im Bild rumhängt. Das ist nervig. Da habe ich keinen Bock drauf,
glaube, da ist einer gestorben. Hier müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein hier drin. So, irgendwas Wichtiges noch drin. Nö. Nachtschränkchen, Jagen für nicht mehr Anfänger. Das hört sich gut an, nehmen wir mit. Ein Buch nehmen wir natürlich auch noch mit. Boah, Zigaretten hier. Wir haben auf jeden Fall gut Zigaretten jetzt. Schon. Läuft. Die nehmen wir auch mit. Weil wie gesagt, ich weiß absolut nicht, was wir da haben und was wir nicht haben. Okay. Ein Erste-Hilfe-Kasten, sehr gut. Pflaster können wir auch mitnehmen. Schmerzpillen. Man kann dann auch mit den Sachen machen hier, mit Kotten und Tampons und so was alles. Da kann man das auch so machen. Was ist noch im Müll? Zähne, ja, schön. Oh, Desinfektionsmittel, sehr gut. Genau dort, was ich gesucht habe. Noch mehr Schmerzpillen, auch gut. Sehr schön. Das hat sich schon ein bisschen gelohnt. Was habe ich in deiner Hand? Ah, ein Hammer. Ein Baseballschläger, den können wir mitnehmen. Oh, ein großer Wanderrucksack, sehr gut. Das heißt, du wirst mal bitte abgelegt, denn der große Wanderrucksack ist natürlich 22 Plätze und 80 Gesichtsreduktion. Das ist natürlich eine Menge. So. Können wir eigentlich mal ein bisschen weiter rüberlegen. Hey. Lege mal ein bisschen da rein. So. Ich glaube, das ist besser. Würde ich fast sagen. So, da war nichts mehr drin, ne? Ah, hier sind zwei Sachen. Moment. Nö. Nix, niggis. Da ist noch ein Seesack, den können wir auch noch mitnehmen. Packen wir mal mit da rein. Einfach nur, um zu haben. Da sind Patronen drin, die nehmen wir auch mit. Noch einer. Sehr, noch ein Seesack. Meine Fresse, was ist denn hier los? Okay. Küche. Wenn man schon mal zu essen dann würde ich sagen. Oh, ein Eierkocher, okay. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Eine Tasse nehmen wir auch noch mit. Jetzt noch mehr Essen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gerade sowas zu essen ist wichtig. Wie habe ich ja bei der ersten Staffel auch schon gesagt, also gerade diese haltbaren Sachen sind immer gut. Mehl können wir auch noch mitnehmen. Können wir nicht. Können wir wohl. Pasta. Schokolade, Samen nehmen wir mit. Eine Tasse.
Wasserflasche natürlich auch. Whisky können wir auch mitnehmen. Zum Desinfizieren auch. Schokolade. Können eigentlich mal was essen. Hau dir mal ein paar Chips rein. Ich glaube, das. Oh, eine Jukebox. Cool. Ich wollte eigentlich Bücher suchen. Haben wir ein Buch über Tischlern hier drin? Nein? Das ist uncool. Ich hatte gehofft, dass wir ein Buch finden über Tischlern, aber eine Uhr haben wir auch noch nicht. Fällt mir gerade mal so auf. So. So. Wo habe ich das Essen hingepackt? Ich glaube. Hier, ne. Doch, Korn-Tortillas sind da auch hier dran. Dann packt er mal hier rüber. Du auch. Ich habe da noch gar nicht gemacht. Ja, ich wollte das eigentlich offscreen machen, das vernünftig hinpacken, aber. Habe ich noch nicht gemacht. Aber davon ab, so viel Essen ist er da auch nicht. Eine Wasserflasche haben wir auch noch. Ja, stimmt, wir haben hier alles reingekloppt, glaube ich, erstmal. Was ist das denn? Mixer, Blender sind Mixer. Eine tote Ratte will ich bestimmt nicht. Irgendwann mal da rein, in die Ecke. Das ganze Essen. So. So, die Flaschen packe ich mal hier unten drunter. Den ganzen anderen Schmuh hier rein. So, was haben wir denn noch? Mehl. Pasta. Okay. Die ganzen Chips und die ganzen ja, Konserven, alle da rein. So, dann haben wir hier noch mehr. Reis, Salz, Ramennudeln. Sehr schön. So, sieht doch eigentlich relativ gut aus schon. Das kann da rein, die Tasse kann da noch rein. Oh, ich bin gelangweilt. Ah, hier ist ein Regal. Da ist der Tischler. Wenn wir das mal lesen. Wenn wir gerade sowieso dabei sind. Krieg Hunger. Aber der kriegt das schon hin. Ich bin noch ein Dämlichen. Warum nehme ich das überhaupt? Das ist doch gar nicht, was ich brauche. Na, jetzt muss ich doch was essen. Dann iss mal eine Banane.
Und dahinter haust du dir noch so ein... so ein Schokoladendonut rein. Das ist das falsche Buch. Ich brauch da 3 bis 4. Manchmal, ne? Das brauche ich. Och ja. Dann lesen wir das. Muss ja sein. So, so, so haben wir. Sehr gut. Dann können wir die wieder wegpacken, die beiden. Schönen kleinen Bücher. Wir haben doch Tischladen gehabt. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz was beißen. Wir sollten uns Kochen vielleicht lesen. Haben wir Kochen? Ja, nein, vielleicht. Kochen. Ne, ich glaube eher nicht, wa? Schade. Schade, schade, schade. Schokolade. Jagen. Okay. Aber ich mir trotzdem überlegen, ob wir uns erstmal ein Brotmesser nehmen. Dann können wir erstmal hier Brotscheiben schneiden. So, und dann können wir nämlich einen Hamburger machen, wenn wir Bock haben. Oder ein Sandwich. Wir können uns hier... machen wir uns ein Fisch-Sandwich. Mit Avocado. Ein bisschen Schmelzkäse. Und natürlich Butter. So. Das soll natürlich wieder weglegen. Die Brotscheiben können weg. Die Avocado kann weg. Und... da ist er. Unser leckeres, kleines Sandwich. Lecker. Sehr gut. So. Da haben wir noch ein Buch. Passt da nicht mehr rein. Dann geht's halt hier rein. Wir haben natürlich noch ein paar Behälter jetzt. Wir sollten die Bücher mal ins Bücherregal packen, damit wir das sehen. Die Sachen packst du mal bitte um. So. Weil wir haben nämlich 2. Wanderrucksäcke. Das heißt, wir werden einen in die Nebenhand haben und einen in der Haupthand. Ach, Butter habe ich noch in den Tisch. So. Die Bücher rübergepackt. Den Seesack können wir auch hier reinpacken. Die 2 Äxte. Hier können wir auf jeden Fall noch die 60 Kippen reinpacken, sehr gut.
Die beiden Sachen können auch hier rein. Das auch. Das auch. Ich würde sagen, Knarre und so packen wir hier rein und die Waffen. Dann haben wir sie auf jeden Fall schon mal irgendwo griffbereit, wenn wir sie brauchen. Oder auch nicht, weil da nichts reinpasst. Sehr schön. Leuchter wieder wie geschmiert hier. Nicht. Hier packen wir mal die ganzen Nägel mit rein. Die Sachen. Der Seesack passt auch nicht mehr rein. Die Säge können wir nur mit reinpacken. Den ersten Hilfkasten behalten wir mal. Die Feuerzeuge brauchen wir auch nicht beide. Das kommt bei uns in die Dingens. Da ist Kochen für Anfänger, toll. Sollten wir vielleicht auch mal dann mal lesen. Hier packen wir mal die Schmerzmittel rein, den Seesack. Hier sind auch noch Nägel. Na, ich brauche den Hammer gerade auch nicht. Solange wir noch keine Wunden Crate bauen können, ist das sowieso witzlos. Die Säge können wir mitnehmen. Gleich. Wir gehen jetzt aber erstmal pennen. Falsche Tür. Nochmal eine Runde schlafen. Wir sind wieder mitten in der Nacht hier. Oh, ein bisschen Baum hacken hier. Sehr gut. So, zur Sägen. So, und ich bin immer überlegen, ob wir hier die Türen sowieso dicht machen, die da stehen. Also die da, die an der Seite sind. So, schön zersägen hier. Die Punkte. Hallo? Danke. Ich wollte gerade sagen, wo müssen die stehen? Rechten Mausknopf halten und linken Mausknopf drücken geht auch mit Schlagen. Gerade mal so rausgefunden. So mal als kleiner Tipp. So, einen Baum müssen wir noch und dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Skill für Wooden Crates, die relativ gut sind. Die brauchen wir. Sehr gut. So, und ich weiß jetzt schon, dass ich hier die Mauer langziehen werde. Weißt du was? Küss mir die Füße, ey.
Kann ich nichts bauen? Achso, brauche ich den Hammer, glaube ich, ne? Dann holen wir mal den Hammer. Ein paar Nägel. Und dann können wir nämlich eine Holzkiste bauen mit 3 Brettern. Was wir natürlich erstmal tun, weil Holzkisten, gut, passt viel rein. Ich glaube, ich stelle die sogar hier hinter der Wand. Oder? Packe ich die hinter der oder packe ich die direkt? Ich würde fast sagen, wir bauen die erstmal hier hin. Welche? So, pass mal auf. Hier direkt 2 Stück. Sehr gut. Läuft. Packen wir wieder, ich würde sagen, ganz rechts das Werkzeug rein. Zum Beispiel eine von den Survival Eggs. Brauchen wir nämlich nur eine. Wenn erstmal. So, dann können wir nämlich den Material reinpacken. So, und ich brauche noch Bretter. Ich brauche noch eine Kiste. Nehmen wir das auch noch mit. Für Waffen. Und dann noch eine Kiste für alles mögliche. Klumpatsch, wie immer. So. Nächste Kiste. So, pass mal auf. Dann nehmen wir mal kurz den Eimer hier. Ja, wir müssen das Zeug mal kurz woanders hinpacken. Nehmen wir den mal kurz. Packen den mal. Ich würde sagen, dahin. Das ist okay. So. Dann bauen wir da noch eine Kiste hin. Hier kommt die Waffenkiste. Da ist ein Klumpatsch drin und hier kommt die Waffenkiste. Und zum Beispiel das da rein tun. Und ich sehe gerade die Folge schon wieder längst vorbei. Ja. So, dann würde ich nämlich erstmal sagen wieder, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Projekt Zomboid in der Staffel 2. Tschüssingen!